Willkommen zurück zum Bus-Simulator 16, passend zum Wochenstart am Montag. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Und ja, wie gesagt, passend zum Wochenstart starten wir auch mit der Strecke 1. Ja, das passt ja gut, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir fahren erstmal direkt eine Runde, nicht? Wir fahren nochmal mit unseren MAN Line City A37, nicht? Machen einen Schnellstart, aber diesmal keine umgekehrte Strecke. Ach ja. Joa. Mein Gott, ihr habt mir wieder coole oder beziehungsweise nette Kommentare geschrieben, muss ich auch sagen. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, ich sag das immer in diesem Ladebildschirm, ne? Komischerweise. Baustellen, alles klar. Das kennen wir schon, ne? Oh, Scheibenwischer ist an. Okay. Licht ist auch an. Müsste zumindest an sein. So, ich habe mir nochmal einmal Gedanken gemacht, wie wir als nächstes vorgehen. Also, ich habe mir überlegt, was wir uns als nächstes kaufen. Das ist natürlich ein Bus. Die Frage ist, was für einen? Wenn man jetzt sagt, nur mal überlegt. Wir haben ja diesen Modbus, ne? Der kostet 90.000. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 90.000 und kaufe mir diesen Bus, stelle schon einen weiteren Fahrer ein. Dieser Bus ist, wie gesagt, nicht für unser Ziel relevant. Es geht mir darum, ob man dadurch schneller vorwärts kommt. Wenn man dann eher schon einen weiteren Fahrer einstellt. Schüler. Das geht ja schon gut los. Das ist richtig so. 2, 4, 6. 8. 20, 40, 60. Oder nächste Idee. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, drei Ideen. Vorschlag, sage ich mal so. Es kommt am 6. Das DLC raus. Nächster Halt, St. Pauluskirche. Hallo? Mit einem neuen Bus. Das wird ein kleiner sein. Ein kleiner Bus. Ein Stadtflitzer. Und da... Ja, der kostet nicht viel wohl. Das ist wohl der kleinste halt von den MAN-Bussen, die es hier in dem Spiel gibt. Neben den SRS-Bussen jetzt. Und ist wohl auch ein neues Modell, soweit ich weiß jetzt. Das heißt, das... Oder dieser Bus würde für unser Ziel relevant sein. Da ist die Frage. Habt ihr Geduld bis zum 6.? Das ist ja dann schon... Moment. Das ist ja schon... Mittwoch. Das ist Mittwoch her. Ja, also ich glaube... Ja. Oder ihr sagt... Nee. Ich hätte gerne eine normale Wochenfahrkarte. Spar mal auf den Gelenkbus. Aber dann wird es... Das wird richtig lange dauern. Ach, was ist denn los? Einmal Woche, okay. Dann wird es richtig lange dauern. So, 7. Danke, mein Lieber. Ich glaube, eine normale Fahrkarte, bitte. Bis jetzt würde ich sagen, 2, 4, 6, 8 ist die... Danke, mein Lieber. Alternative, beziehungsweise der Vorschlag 2. Bis jetzt... die beste. Ich weiß nicht, wie teuer der sein wird. Da muss ich mich nochmal erkundigen. Nächster Halt, Goethestraße. Ich dachte schon, wir fahren mit offenen Türen. Alles klar. So. Aber, vielleicht sehen wir es dann auch erst, wenn es dann soweit ist. Ich schätze mal, das DLC oder das erste DLC hier für den Bus-Simulator 16 werde ich mir höchstwahrscheinlich kaufen. Wie gesagt,
Ich will ja auch Abwechslung hier reinbringen und ich finde, das ist eine schöne Erweiterung. Muss man natürlich schauen, wie teuer die jetzt ist. Aber ich denke, wie gesagt, so teuer wird die nicht sein. Das haben die ja auch gesagt. Ja, übrigens, es gibt hier wirklich momentan nur die lizenzierte Marke MAN drin. Und halt die erfundene Marke SAS. Ich brauche eine Einzelfahrkarte für Senioren. So. 3, 20, 40, 60. Danke, mein Lieber. Also, ob es noch weitere lizenzierte Marken geben wird, das. Nächster weiß man noch nicht so ganz. Sag mal so, es ist ja dann wieder Verhandlungen mit neuen Lizenzpartnern und ja, das ist, wie gesagt, das bedarf Zeit und ja, also würde ich sagen, einfach mal abwarten. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. So, hier ist eigentlich gar nichts. Deswegen, genau. Oh, passt das? Ist das wohl in Ordnung? Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Hallo, können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Zwei, 50, 20. Genau, das vielen mit den. Dank. Mit dem Mercedes oder mit der Marke Mercedes habt ihr mich nämlich in den Kommentaren gefragt, ob sie auch in dem Spiel gibt. Aber nein, die gibt es momentan noch nicht. Bisschen, ob sie überhaupt geben wird, ist halt die Frage. So. Mein, heute ist echt ein Sauwetter hier, muss man ja auch sagen. Ach, hier ist wieder 30, genau, das kennen wir schon. Aber ich mein Gott, also. Hier kommt man auch eigentlich ganz gut mit dem momentan noch mit den Bussen aus. Wir haben noch nicht alle getestet, ne? Ich freue mich natürlich auch auf DLC, wie schon gesagt. Das erste DLC. So. Die Frau wollte nicht mit, ne? Nö. Nächster Halt. Meisenstraße. Meisenstraße. Dies ist der letzte Halt. Der letzte Halt schon. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Da liegen wir doch mal gut in der Zeit, würde ich sagen. Und unsere Herausforderung, die stand da eben zumindest noch. Bin mal gespannt, weil ich weiß nicht, wie das genau mit den 15.000 oder irgendwie irgendwas war da. Ich glaube, so eine Zahl. Ich glaube, die war ungerade. Aber Alter Vater, das ist ja mal richtig windig. Blinker setzen. Ob wir das erzielen, aber das ist, glaube ich. Oh Gott. Oh mein Gott. Schauen wir das. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ah, okay. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben. Meisenstraße. Wir sind ja Profis, also, ne? Das, was wir gut machen, das ist können. Hä? Ne? Okay. So, jetzt wollen wir mal schauen. Warte kurz. Genau, machen wir mal kurz zu. Ne, da wollte ich nicht hin. Aber wir müssen nämlich hier unseren Bus kontrollieren, weil. Okay, sauber ist er auch bei diesem Sauwetter. Okay. Ja, würde ich sagen, schließen wir mal kurz ab. 5136. Okay. Ah, Rebecca, Lehrlinggehalt 750 Euro pro Monat. Okay. Wollen wir mal schauen, was wir gut gemacht haben. Okay, 14.034 Euronen. So,
Streckeneditor. Verdiene während einer Fahrt insgesamt 15.900 €. Ja, da ist die Frage, ist das jetzt nur auf unsere Fahrt bezogen? Wahrscheinlich dann nur, ne? So verstehe ich das jetzt daraus. So, die nächste wäre jetzt hier von der Meisenstraße bis zur Südtiroler Straße. Ah, da müssen wir erstmal kurz. Plus. Hier, Hendrik da, ganz schnell. Ich hoffe. Hier kam Christoph drauf und da kam Rebecca drauf. So, wir fahren jetzt, glaube ich, noch eine. Fahren wir noch eine? Ja, komm, wir fahren noch eine. Aber auch dann Schnellstart. Oder habt ihr keine Lust mehr? Ach komm, wir fahren noch eine. Oh Gott, es war ein Fehler, glaube ich, weil ich glaube, wir haben dann sowas von Überlänge, aber irgendwie, weiß ich nicht, der Reiz ist dann natürlich schon da, dass man sich so schnell wie möglich hocharbeitet. Auch heute ist wieder stürmisches Wetter. Also heute ist ja immer noch, aber ich weiß ja nicht, wie das im Game gerechnet ist. Ich glaube, es ist ja danach Wochen, ne? Oder so. So, grün. Wie wär's? Oh, wir müssen rechts blinken. So, auf geht's. Auf geht's. So, Geschwindigkeitsbegrenzer, ne? Aktivieren. Fahren wir ein bisschen da links, da stand schon wieder einer mitten am Rande des Bürgersteigs, würde ich mal sagen. So kann man es bezeichnen, schon wieder einer. Okay. So, Blinker rechts. Momentan, wie gesagt, wir fahren mal mit unseren MAN, ne? Das war was Neues. So, was ist das denn hier jetzt, ne? Meisenstraße. Schlechte. Ah. Können Sie mir eine normale Fahrkarte für den Rest der Woche geben? Ja. Wann steigt die Party? Es ist keine richtige Party, sondern eher ein gemütlicher Abend mit Freunden. Um 8 Uhr geht's los. Oh gut. Soll ich was mitbringen? Ist gerade grün, perfekt. Etwas zu trinken wäre super. Vielleicht auch Eis? So, heute ist auch recht ruhig im Bus, muss man auch sagen. St. Martinstraße Süd. So, hier wieder so eine langsame Kröte. Darf aber auch nicht schneller fahren, nicht? Oder? Wahrscheinlich er macht's richtig. Obwohl wir auch Geschwindigkeitsbegrenzer drin haben. Okay, okay. St. Martinstraße. Ja, wollte ich gar nicht hin. So. Schönen guten Tag. Okay. Was? Guten Tag. Ach, da. Eine normale Einzelfahrt, bitte. So, 22:40, 80. Nächster, bitte. Nächster. Schnell, schnell, schnell. Einen schönen Tag, bitte. So. Ich hatte keine Ahnung, was los war oder woher das Geräusch kam, bis ich ihn gesehen habe. Danke, mein Lieber. Das Haus stürzt ein. So, Blinker können wir gleich mal lassen. Perfekt. Nächster Halt, Stiftgasse. Stiftgasse. Einsteigen bitte, wir sind da. Oder aussteigen, was auch immer. Eine Fahrkarte bitte. Okay, einmal normal. 2, 20, 40, 60, 80. Nächster bitte. Oder nächster. Danke, mein Lieber. Ich schaue noch mal kurz eure Kommentare gleichzeitig durch. Dass ich auch nichts verpasse. Oder nichts. Nächster Halt. St. Martinstraße West.
worauf ich noch drauf eingehen kann. So. So. Mein Gott, das ist aber auch echt ein Sauwetter. Das ist Wahnsinn. Ach, guck mal, ist ein Spielplatz. Könnte gut sein. Oder einfach nur ein Klettergerüst, ja. Okay. So, Blinker rechts. Oh, oh, oh. Ich wusste es. Das, ne? Da hätten wir doch fast wieder einen Herrn hier übersehen. Aber, ey, wir rollen aber immer ganz schön weit. St. Martinstraße. Ach, das passt. Übrigens habt ihr mir auch einen Vorschlag mit dem Sendeplan gemacht. Oder Sendeplan nicht, wie man die Bus-Simulator-Folgen takten kann von der Uhrzeit festgehen. Ah, ehrlich jetzt? Zack. Zack. Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen. Oh, ja. Sorry für die Stimme. So, jetzt wieder ernst. Und zwar, am Wochenende, Vorschlag, immer zwei Folgen. Wer hat ihn gemacht? Nächster Halt. Schillerstraße. Ramon Müller. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kann es mal vorlesen. Oder doch nicht. Also es klappt nicht hier, wenn ich... So. So, ist das jetzt schon die letzte? Glaube ich noch nicht. Ich habe es gar nicht zugehört. Hier ist wieder 30, alles klar. Dann lese ich zum Schluss mal vor. Schillerstraße. So, einsteigen bitte. So, jetzt sind wir aber 20 Minuten. Fast, so ungefähr. Nächster Halt, Südtiroler Straße. Dies ist der letzte Halt. Das ist eine Haltestelle. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. So, hier ist der, wie heißt der Markt? Hier, Meier. Meiermarkt. Okay, ich lese es jetzt vor. Hey, Boxfresh, ich finde, dass du in den Werk... Ja, dass du in den Werk... Werkstagen eine Folge Bus-Simulator machst, ganz gut und am Wochenende wäre zwei Folgen besser und in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel, wenn ein Teammitglied von euch erkrankt ist oder wenn technische Probleme sind, dass ein Notfallsendeplan reingesetzt wird, dass dann zum Beispiel drei Folgen Bus-Simulator drin ist, mal so Ideenbeispiel. Also mit den drei Folgen, ich glaube, das ist schon das ist übertrieben. Drei Folgen Bus-Simulator rauszuhauen. Ich meine, zwei Folgen würde ich sagen, reicht, wenn überhaupt zwei Folgen Mama, am Tag kommen. Ich habe eine tolle Neuigkeit. Notfallsendeplan. Oma. Kann man sich alles spontan überlegen. Nein, ich bin nicht daheim. Ich bin im Bus. Wir sind da. Ja, immer Mama, offen. Du kannst uns besuchen. Gut. Alles Liebe. Tschüss. Aber drei Folgen ist, glaube ich, schon. Das ist zu viel am Tag. Zwei Folgen ist, glaube ich, Maximum vom Bus-Simulator. So, Einnahmen dieser Fahrt 9.188. Oi. Schön. Sehr schön. Ja, da haben wir doch mal richtig Geld gemacht. Kohle. Hier. Ach. Okay. Lol, wir haben schon 105.000 Euro und 500
Ja, nochmal. Ja, also ungefähr 105.000 Euro, genau gesagt 105.526 Euro, so hört sich das Ganze noch besser an. Händler, wir können uns den kaufen, theoretisch jetzt mal, ne? Theoretisch hätten das Ganze schon wieder, oh mein Gott, das wäre echt eigentlich gar nicht mehr, wie teuer war nochmal der hier? 300.000. Ui. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir jetzt bis Mittwoch warten sollten, bis das DLC raus ist, oder wir kaufen uns diesen MANNL 263. Ich denke mal, dass wir das Geld, also diese 105.526 Euro, schnell wieder drin haben werden, sagen wir so. Zwar schätze ich nicht bis Mittwoch, aber muss man sich überlegen. Oder ihr sagt, wir sparen auf das DLC. Kfz, sag ich mal, auf dem Bus. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich werde dann mal hier in der Zwischenzeit die Fahrer weitersetzen, denn das machen wir jetzt wirklich nicht mehr. Ich entlasse euch mal, sag ich mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Montag. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis morgen. Ciao.